Ich bin ein bisschen mitgelaufen mit den Hunden. Wer hat schon mal probiert, mit Windhunden mitzuhalten? Ich kann nicht mehr. Aber macht Spaß, wenn ich so losrenne und die Besen an mir vorbei. Ich liebe das. Ja. Und hier können die wirklich schön rennen. Deswegen habe ich mich entschieden, heute wieder zurückzufahren. Weil es ist jetzt eh Wochenende. Und da haben wir ja hier so ein paar Zeiten, wo wir uns dran halten sollen. Da hat auch kein Aldi mehr auf. Ab 13 Uhr. Schicht im Schacht. Ja, dann habe ich gedacht, komm. Hier ist viel schöner. Deswegen machen wir das jetzt. Bis auf die Mücken, die jetzt wieder kommen. Aber gut. Können wir drüber wegsehen. So, ich habe mich jetzt kurz entschieden. Ich gehe hier mal eben kurz. Faro ist hier so ein kleines Einkaufszentrum. Und ich habe noch ein bisschen Zeit bis 13 Uhr. Dann müssen wir alle zu Hause sein sozusagen. Und dann werde ich wieder zurückfahren. Und jetzt werde ich mir mal ein bisschen, ein paar Pommes gönnen. Extra zu Meckes. Das ist es wert. Jo. Dann schaue ich mal, was ich euch gleich zeigen kann oder nicht oder wie. Mal sehen, ist was los hier. Schön was los hier. Na, bist schön. Keine Ahnung, ob man mich versteht, aber hier läuft die Weihnachtsmusik und alles ist cool. Das ist ganz cool. Cool gemacht. Ganz süß. Hello. So, meine Location. Da habe ich jetzt gerade das Video, was ihr wahrscheinlich jetzt schon gesehen habt, das war hier vor, denke ich, mein Frage-Antworten-Video. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann einfach mal reinschauen. Das ist bestimmt für den einen oder anderen vielleicht auch interessant. Ja. Jetzt gehen wir erstmal zurück, weil das hat hier irgendwie Ewigkeiten gedauert mit ein, zwei Unterbrechungen und ja, die Mädels haben keinen Bock mehr. Ja, dafür saßen wir ohne Wind, ein bisschen Sonne, ein bisschen Schatten und nicht so viel Mückengedöns. Schön entspannt da. Ja, jetzt geht's ab nach Hause, futtern. Hello! So, wisst ihr, was heute ist? Der 23. November und der Diego hat Geburtstag. Bei ihm ist es ja das einzige Datum, was fest ist, weil ich ihn als Welpe gekriegt habe und ich weiß, wann er geboren ist. Und vor ganzen 4 Jahren, Diego, komm her. Du kleine Ratte. Diego, komm mal. Sag mal Hallo. Diego, Mann. Sag mal Hallo, Hase. Hallo, Hase. Ja, auf jeden Fall hat er heute einen besonderen Tag. Das machen wir nämlich immer. Geburtstage feiere ich normalerweise nicht, aber die von meinen Hunden ja. Jo, mal schauen. Jetzt gehen wir erstmal flitzen und so. So schön. Und weg sind die Galgos. Kommen sie wieder? Ja, da. Vorsicht, Lilly. Langsam. Und da ist die Emmy. Hallo, Schatz. Spielen, Schatz. Nicht so viel laufen, ne? Hm? Wer ist der Hase? Hey ho! Ich glaube, ich habe mich schon etwas länger nicht gemeldet. Es ist zwar immer das gleiche Bild, aber ich glaube, es ist ein paar Tage vergangen. Ich bin da ein bisschen mit Instagram, war ich jetzt zu tun und das letzte Video für YouTube hat ja auch ein bisschen was gebraucht und ja, jetzt sind wir auf jeden Fall unterwegs und eigentlich fällt mir gerade ein, wollte ich heute einen chilligen machen. Wir haben lange geschlafen und ein bisschen gekuschelt und ja, aber ja, ab morgen kommt der Regen wieder und es ist auch ein bisschen kühler geworden, wie man sieht. Aber ich muss einkaufen. Und dann habe ich mir überlegt, ich habe ja ein Klappfahrrad mit. Ich bin einmal damit gefahren bisher, ich war tot. Aber der nächste Supermarkt ist nicht so weit. Ich hoffe, dass ich das hinkriege heute. Und ich versuche es einfach mal, wenn nicht, dann fahre ich zurück. Ich meine, Essen und Trinken habe ich eigentlich genug, aber so ein paar gute Sachen, die gehen immer schnell auf und Gemüse und so. Ja, mal schauen, ob ich es schaffe. Ihr seid dabei auf jeden Fall dann. Musik.
gesetzt. Und jetzt geht's mal Richtung City. Noch was einkaufen, bevor der große Regen kommt und ja, Müll wegbringen. Muss ich auch. Ist alles ein bisschen entfernt von hier und jo, wie ihr seht, die Strecke ist jetzt so lala. Aber gleich kommt das Fall und dann schaffe ich das auch. Ein bisschen schwierig. So, bis später. So, meine Lieben, ich fahre jetzt zurück. Ich habe das Glück gehabt, dass ich liebe deutsche Bekannte getroffen habe. Direkt vor dem Einkaufszentrum, sag ich mal. Und die nehmen jetzt das im Auto mit. Hätte ich das mal eher gewusst. Naja, aber jetzt, wie gesagt, turkel ich mal schön zurück. Hier geht es auch ein bisschen bergab jetzt. Muss ich mich nicht ganz so abhetzen, aber ganz schön Verkehr hier. Herrlich. Oh. Bis später. Meine Lieben, ein bisschen Literatur. Und die kleine Maus. Mini Maus, Maus. Ja, die Mädels schlafen eigentlich alle. Jo, so sieht's aus hier. Da sagt noch mal einer, die Windhunde haben es nicht gut hier. Die haben keinen Bock zu rennen. Die sind nämlich heute schon genug gelaufen, ne Maus? Jo. Schönes Wetter draußen. Alles cool. So, ich bin jetzt mal auf die andere Seite gegangen. Also hier kann man unendlich viele Wege gehen und hier verlaufe ich mich bestimmt irgendwann mal. Und ja, dann habe ich das hier jetzt gesehen, ne? Ganz viele frische Orangen. Die sind zwar noch nicht fertig, die sind noch ein bisschen hell, aber so unendliche Weiten hier, das ist echt der Wahnsinn. Was man hier so alles auch da, das sieht sehr geil aus. Klar, tot, aber... Ja, hier kann man unfassbar viel laufen, 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 laufen. Ja, nur der Himmel macht heute nicht ganz mit, aber gut. Einmal Essenszeit bzw. erstmal kochen. Da ist jetzt Sojamilch und ein bisschen Kurkuma, Salz und Pfeffer drin. Und das ist ein leckeres vegetarisches Schnitzel. Ja, wahrscheinlich gibt es dann noch ein Rührei oder ein Spiegelei. Muss ich mal schauen dazu. Yummy. So, fertig. Yummy. Das kann sich doch eigentlich ganz gut sehen lassen dafür, dass es Kartoffelpüree aus der Tüte ist und fertige Schnitzel. Aber ja gut, das Ei hätte ich auch schöner machen können, aber irgendwie sind die portugiesischen Eier nicht so die geilsten. So, ich lasse es mir schmecken. Puh, heute ist was los, nämlich gar nichts. Wow, guck mal, schön. Wow, wie schön. Ja, es ist etwas kälter geworden und ich denke, es wird auch noch etwas kälter die Tage. Deswegen ist im Moment ein bisschen mau mit allem, was ich euch so zeigen kann und was ich unternehme, weil einfach nichts geht. Und dann hast du noch diesen Lockdown, diese paar Stunden, wo man eben am Wochenende gerade nichts machen kann oder nicht rausgehen kann. Dann kann ich halt nur spazieren gehen. Mehr geht halt nicht. Und guck dir das mal. Ich habe ja schon Ewigkeiten keine Schuhe mit Socken angehabt. Ich hasse Socken. Und Schuhe auch in der Form. Ich bin über der Flipflops-Barfußträger. Jo, naja, jetzt gehen wir mal weiter, bevor es wieder dunkel wird. Ja, natürlich wird auch ganz viel geknutscht und gekuschelt. Das meine ich mit ganz viel Kontakt zu meinen Hunden haben. Und die genießen das auch. Ja.
Die kleine Kröte ist ja eh immer dabei. Ja, und da krummelt jemand. Da krummelt jemand. Ja, lächeln. Ja, so, ein bisschen durcheinander haben wir dann hier immer. Bist du müde, Maus? Bist du müde? Nein. Ja, alle meine Kinder. Eine fehlt, die ist vorne. Wir sind unterwegs. Ich habe mich mal entschlossen, doch mit den Backos hier mal ein bisschen zu laufen und zack, da gibt es auch mal was Leckeres. Ist nur schwierig mit einer Hand, Mädels. Ist ein bisschen schwierig mit einer Hand. So, Moment. Wow, guck mal. Lecker. Ja, ihr kriegt alle was, ne? Wow, bitteschön. Die Lilly auch. Wow. Bitteschön, die Kleine. Da, lecker. Ja, ihr kriegt nicht die großen Dinger, dann ist es zu gefährlich. Letztes Mal gab es Bauchweh. Aber ich glaube, den anderen schmeckt's. Ja, sowas gibt es auch nur draußen, weil den Geruch und möchte ich nicht im Wohnmobil haben. Diego, Mann, lecker. Ja, der frisst bei Amy mit. Ja, die lässt es ja auch mit sich machen. Mila, Patata, lecker. Das schmeckt. Das schmeckt. Noch eins. Wow. Fertig. Ja, die Portugiesen nehmen sich die Auszeit am Sonntag und düsen mit ihren Geländewagen hier durch die Gegend. Und ja, das sind halt hier so ein paar Ecken, wo die über Stock und Stein fahren. Auch die Motocross-Fahrer fühlen sich hier super wohl. Ja, aber es sei ihnen gegönnt. Muss jemand Pipi Kaka? Gib mir Pipi Kaka. Kommt ihr mit? Geh mir raus. Kein Bock? Ja, es regnet, ne? Wir sind ja aus Zucker. Aber wir müssen mal. Wir müssen raus. Los jetzt. Komm, aufstehen. So, es ist Zeit. Wir können ein bisschen spazieren gehen. Der Regen hat ein bisschen nachgegeben und da oben ist auch noch ein bisschen Sonne hinter den Wolken. Ja, jetzt können wir noch mal ein bisschen rennen hier. Mal alles rauslassen. Ja. Sonst passiert heute nicht viel. Ich habe nämlich schon Rückenschmerzen von, weil ich halt den halben Morgen jetzt gesessen habe. Aber dafür kann ich jetzt ein nächstes YouTube-Video machen heute, denke ich. Da habe ich nämlich so ein paar Lifehacks tatsächlich. Und ja, die packe ich jetzt noch mit rein, denke ich. Und dann, ja, vielleicht habt ihr das dann schon gesehen. Aber ich weiß es nie. Ich habe ja eh nicht so viel Plan, wie wann ich wo was mache. Aber egal. Hauptsache free. So, man sieht mich eh nicht, nur hier die Gespenster. Aber wir haben Glück, es regnet gerade wirklich kaum bis gar nicht. Also ja, jetzt machen wir mal ganz schnell unsere Runde hier und dann geht's auch direkt wieder rein. Aber wenigstens mal ein bisschen frische Luft für die Mädels. Einmal alles machen, jetzt sind die auch wieder glücklich. Aber ja, mal so einen Tag drinnen sitzen, das geht aber auch. Ne? Wir sind ja jeden Tag hier am Rennen, von daher alles cool. Juhu.